Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Holzfäller und mit mir spielt Mathilde die Holzfällerin. Bip, bip. Jetzt aber eilig. In der Ruhe liegt die Kraft, Mathilde. Es wird dunkel. Ich sehe auch gar nichts. So viele Bäume. Der Wald ist auch in einem schlechten Zustand. Überall hat's Bäume. Oh, scheiß Natur. Nur ist Asphalt her. Ja, nix hier. Ach, das ist ja hier schon. Dass die Dinger hier auch keine Lampen haben, ne? Und die auch. So Lampen wäre ganz cool. Dann könnte man im Dunkeln da ganz still. Ist das eigener Boden? Zum Drübersetzen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ne? Doch hier auch kein Profi. Jo. Oh, der hat das gleich automatisch voll gemacht. Das ist cool. Aber wir wollten ja noch eine Treppe bauen. Moment. Ich weiß nicht, ob der da. Steht denn jetzt da ein Stück geliebt? Ich hoffe, da ist dann jetzt auch ein Loch in der Decke. Oh, huch, warum ist denn das so hoch? Nee, so will ich das nicht. Warte, ich nehme noch mal das Dach weg. Okay. Oh, ich habe noch Kaffee. Jetzt bin ich wach. Oh, hier wächst nie wieder ein Baum. Kannst, wenn du so einen Baum gehackt hast, diesen Stumpf auch nochmal kaputt schlagen. Aha. Weil der war direkt gegenüber der Falle und da gehört keiner ran. Also, ich weiß nicht, ob jetzt hier da eine Decke da ist. Außerdem ist das irgendwie hier. Das passt irgendwie nicht so ganz. Okay. Weil ich fürchte, wenn ich da jetzt die Decke da packe, wo ich die Treppe mache, dann ist da ein Loch in der Decke. Also ist da ein Loch in der Decke, weißt du? Ich mach schon mal die Feuer an. Wollen sie ruhig sehen, wo wir sind. Ich müssen wir es einfach testen. Na? Hi. Stehen bleiben. Also die Treppe sitzt direkt neben der Tür und ich baue jetzt einfach mal die Treppe erstmal, ne? Du sagst Bescheid, wenn du es benötigst, ne? Bisher ist nur einer. Ah, wenn die quasi, die Pfeile bleiben stecken und man kann sie dann quasi rausziehen, wenn sie stehen noch.
Das ist aber praktisch. Ich weiß nicht, ob du sie noch rausziehen kannst, wenn sie quasi, Oh mein Gott, ich muss was essen. Tot sind. Wieso sagt ihr mir denn nichts? Oh toll, das bisschen, was ich geheilt habe, an Lebensenergie habe ich auch gleich wieder... Oh, da kommt schon der Nächste. Du kleiner Racker. Komm mal her, komm mal her. Folge mir. Ich habe Licht. Juhu. Kannibalchen. Du machst das schon. Juhu. Bist du denn? Na komm. Alle funktioniert. Man kann sie ja quasi hereinlocken. Ja? Der ist ins Wasser geplumpst. Ist er gestorben? Ich weiß es nicht. Klingt so. Gut, dann haben sie immer nicht schwimmen gelernt. Werden die Leiche bestimmt am nächsten Morgen sehen. Ach, jetzt brauche ich wieder einen Stock, um die Falle scharf zu machen. Ich fände es auch schön, wenn man tatsächlich, also ich weiß nicht, ob da diese Knochenkronleuchter besser für sind, aber wenn man so dauerhaftes Licht hätte. Ich glaube, du findest später auch eine Schallplatte, sag ich schon. Taschenlampe. Aber dann brauchst du Batterien. Aber die halten, glaube ich, besser oder sind auch besser hier als diese komische. Ah! Der Nächste. Er kommt aber heute oft zum Besuch, ne? Hey, Kannibalchen. Komm her. Die Falle lohnt sich. So spare ich Lebensenergie, indem ich Fallen baue. Auch nochmal schön warm machen, Kannibale drauflegen. Stöckchen nehmen, Falle wieder scharf machen. Nein, ich will nicht das ganze Dach. Mano. Man könnte auch böse sagen, ich angel. Ich angel mir Kannibalen. Ich brauche gleich noch eine zweite. Hätte ich gerne hier. Gut, das Seil hier mal nachwächst bei uns. Okay, ich habe jetzt mal nicht... Okay, ich komme dahinter, aber so passt das noch nicht. Was denn? Die Decke. Weil sonst kommen wir die Treppe nicht hoch. Aber ich bin dabei, das auszuarbeiten. Ja, aber ich bin ja am Überleben. Ich komme jetzt noch was zu trinken, damit ich überall voll bin, damit man wieder heilt. Man könnte sich zwar Arznei reinballern, aber das spare ich mir lieber auch für die Höhlen.
müsste das gehen. Wahrscheinlich ist die Treppe zu weit in der Mitte. Das müssten wir dann mal ausprobieren. Oh. Mir ist kalt, aber ich glaube, vielleicht bringt das schon was, wenn ich einfach ins Haus komme. Ist auch kalt. Kann ich hier einfach alles vollballern oder mit Holz? Mhm. Muss mir ganz schnell mir was warm. Okay, das hilft nicht. Scheißregen. Ah, ich muss mich auch wärmen, aufwärmen. Es wird Zeit, dass wir einen Kamin kriegen, Heinrich. Ja. Ein Dach über den Kopf. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ja, ich sehe es. Du weißt nicht, was wir machen müssen, aber es wird dich überraschen. Was denn? Holz hacken. Jetzt ernsthaft? Wieso müssen wir immer in der Nacht Holz hacken? Kannibale. Da hinten. Lass ihn kommen. Oh, der ist aber schön beleuchtet. Oh, das sind 3, 4. Das ist natürlich doof. Auf die Insel. Ich hole meinen Bogen raus. Und schieße daneben. Ja, ich auch. Oh, den habe ich getroffen. Aber das ist schon wieder heller. Das ist schön. Und ich muss was essen. Warte. Na, die laufen da noch lang. Packe ich den schon mal auf dem Feuer. Ich esse mal einen Fisch in der Zwischenzeit. Auf dem Feuer ist übrigens auch was zu knabbern, falls du möchtest. Immer. Na, aber ach, hier ist noch ein Pfeil. Das heißt, wenn man daneben schießt, fliegen sie sonst wohin. Okay. Oh, du hast ja schon richtig viel Rüstung an. Jo. Dafür habe ich so gut wie keinen Stoff mehr. Wobei... Hä? Ah, Mist. Wollen wir vielleicht mal ins Kannibalenviertel gegenüber? Mal gucken, ob die da Stoff haben und so. Mal. Bestimmt haben die Stoff. Da in ihren komischen Totem sind ja auch immer Stofffetzen. Genau. Hallo. Wir wollten mal fragen, ob ihr Stoff für uns habt. Ja, netten Nachbarn. Habt ihr was Nettes für uns? Oh, hier ist ein Stöckchen. Ah, hier, guck mal. Da war Arznei mit dabei oder so. Ganz toll. Oh, hier ist auch ein Topf gewesen. Na super. Seil gibt es hier auch wieder. Es lohnt sich ab und zu mal bei den Nachbarn vorbeizuschauen. Schokolade. Ah, oh, hier innen drin hängt Stoff. Ja, die haben hier auch so ein Trockengestell mit Stoff. Hier sind auch ein paar offene Köfferchen mit Stoff. So. Ah, Topf. 2 Töpfe sogar. Wir leben hier in Saus und Braus. Geld. $1 liegen hier auf dem Boden. $8. 8 Geld heißt das. Ich liebe solche Ausdrücke. Auch hier Getränke. Ich habe 8 Geld eingesammelt. Ich habe 4 Geld eingesammelt. Und ich habe... Kann ich zum Essen einladen? Jetzt schon wieder einen Topf. Ich habe den... Ach, ich hab ja einen Topf. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Töpfe so ein bisschen buggy sind. Oh, da sind noch mehr Stofffetzen. Hier sind noch Koffer. Ungeöffnet. Mit Stoff und Schokolade. Schokolade. Alle haben Stoff und Schokolade drin. Stoff. Ja, kann man auch hochklettern, glaube ich, ne? Geht das?
Kann man von oben mal gucken. Cool. Ja, ich glaube, da auf diesen Aussichtsturm passt nur einer drauf. Will ich sagen. Oho. Und da steckt ein Pfeil drin. Das habe ich schon mit mal 7 Geld gesammelt. Oh, Vogel, hi, wie geht's? Ja, das war doch sehr erfolgreich und jetzt können wir sogar im Licht Bäume hacken. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ich hacke viel lieber im Licht Bäume als im Dunkeln. Ich finde das auch sehr nett von unseren Nachbarn, dass die hier so... Ja, ups, absolut. Vogel. Oh, dann baue ich mir gleich mal ein bisschen Rüstung. Ja, bevor die Knochen wieder verschwinden. Wir haben ja schon fast 2 Behälter da waren voll. Stöckchen. Oh, ich kann keine Stöcke mehr tragen. Dann packe ich die mal auf unser Stocklager. So. Oh, Kannibale, hi. Ey, lauf doch nicht weg. Ich will dein Freund sein. Bleib bei mir. Kannibale. Ey. Schreib mir bitte einen Brief oder so. Hey, ja, komm her. Willst du mein Brieffreund sein? Leben geschossen. Jetzt musst du auch hier bleiben, mein Freund, ne? Okay. Kann man blocken? Oh ja. Muss ich dann einfach... Da hinten machen? Noch, Mist! Muss ich dann mehrfach das Knochenrüstung bauen? Ja. Okay. Jetzt bist du tot, ja? Leider ein Pfeil verschossen. Ich bring mal meinen Freund mit nach Hause. Mach mal. Also mit den Axt kann man den so ein bisschen ausnocken. Er lag bei mir gerade auf dem Boden. Ich dachte, er wäre tot, dann ist er wieder aufgestanden, die Ratte. Gehen uns schon mal an die Bäumehackfront, ne? Ja, ich komme gleich. Ist auch mieses Wetter. Es ist aber gut für unsere Getränke, für unseren Getränkenachschub. Das stimmt. Der konnte auf jeden Fall keine Freunde mehr rufen. Das ist gut. Ich glaube, ich hacke mal diesen Weg zu unserer Lichtung frei. Ich glaube, das ist sinnvoll. Boah. Nicht? Ja. Ich klang gerade nämlich nicht so überzeugt von dir. Alles gut, alles gut. Ich glaube, wir können ja so fast auch langsam mal ein bisschen... Ja, bei uns hier in der Ecke ein bisschen aufräumen hier vorne. Ja, finde ich auch. Damit wir die Kannibalen vielleicht noch besser sehen. Also die wissen ja, wo wir sind. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Und vom Spiel ist es halt auch so gemacht, dass die irgendwann nicht finden. Apropos, hier ist irgendwo einer. Ich habe hier irgendwo was knurren hören. Wo bist du? Aber wie gesagt, manchmal hängen sie in den Bäumen, die Schweine, ne? Das ist immer... So, dann komme ich heute ein Wegelchen zu dir. Jo, ich habe gerade hier noch eine Echse getötet. Oh, ich habe ja einen bei mir. Hi. Wollen wir spielen? Mein Name ist Heinrich, wie heißt du? Ja. Yeah. Hallo, Tussi. Du heißt hier. Komm zu mir hier. Hier. Ich habe auch wen getötet. Oh, da ist noch einer. Komm her, komm her. Da. Bleib hier. Du Typ mit der Locke da. Wo willst du hin? Siehst du noch? Ja, jetzt nicht mehr. Oh doch, da ist er noch. Bleib doch mal stehen, so kann ich dich nicht erschießen. Ah. Überraschung! Okay. Ich nehme den mal mit. Mach mal.
Wir brauchen ja Knochen. Kann man nie genug von haben. Ach, ich laufe gerade zu denen ins Lager. Wunder mich gerade, hä, sind wir schon so weit mit unserem Grubenhaus oder so? Nein, so weit sind wir. Das ist kein Grubenhaus. Ja, aber ich musste gerade. Ich dachte, diese Stümpfe kann man Ah, jetzt. Ja, aber du kannst nicht einsammeln. Das ist dann einfach. Okay. Hätte ja sein können, dass es Feuerholz ist oder so, aber ich glaube, das ist dann einfach nur weg. Ja, aber um sich so einen Weg frei zu machen, ist das vielleicht nicht schlecht, die Baumstümpfe zu entfernen. Ja, oder vielleicht so eine, wenn du eine Mauer baust oder so, dann muss es ja halt weg. Objekt. So, jetzt bin ich zu spät gewesen, jetzt sind die Knochen schon wieder weg, muss ich hier warten, bis du wieder kaputt bist. Damit ich deine Knochen auch wieder einsammeln kann. Mal den Dreck hier ins Wasser packen. Tschüss. Ja, ich weiß, dass ich das dämlich, weil gerade hier die Bäume fast bei, zu uns ins Lager gefallen sind, aber egal. Schon wieder? Uhuhu. Wo bist du? Oh, hier sind zwei. Ich komm gleich. Ich muss nur Knochen sammeln. Heizinger hauen schon wieder ab, ey. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Da kommt mir entgegen. Hi. Das ist auch wieder CD. Na, was hörst du, Helene Fischer? Oh, das nimmt er übel. Das, der hört keine Helene Fischer. Oder er hat es als Beleidigung von Helene Fischer aufgefasst und war davon nicht begeistert, dass du Helene Fischer beleidigt hast. Dann nehme ich den mal mit. Mach mal. Mal mit. Oh, das sind auch noch Stämme. Einen Kumpel, den ich hier vorstellen kann. Die grillen gerade. So, kannst du auch grillen. Haben wir ziemlich viele mittlerweile. Ja, wird es nicht langweilig. Ich wollte eigentlich zu dir mal Feuerholz sammeln. Ach, ich muss ja warten, bis die Knochen wieder aufgehen. Die ja weg. Das ist ja natürlich auch wieder schade. Ich muss mir neue Pfeile basteln. Nicht die guten Rohstoffe. Ja, Pfeile habe ich auch gar nicht mehr so viele. Und der hat mir gerade ein Stück Knochenrüstung kaputt gemacht. So ein Arschi. Ich habe 3. Man kann maximal, wie viel kommen haben? 6, 8, 9. Da muss ja nicht immer eigentlich alles auf einmal sein. Man kann ja erstmal so nach und nach. Wir wollen ja hier auch Urlaub machen, so ein bisschen, ne? Wir machen Urlaub, genau. Wieder um uns, bevor wir wieder in den Garten gehen, und Gartenarbeit machen. Ich glaube, ein bisschen Garten wird ein bisschen länger dauern. Das glaube ich auch. Ach, hier liegt ja auch noch einer. Hinten sein Sabbatjahr, nein. Den hast du, zerstückelt? Wir nehmen uns ein Sabbatjahr? Also ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ich wollte jetzt kein halbes Jahr Forest spielen, außer es passiert zu viele Leute. Ich will mal ein halbes Jahr Forest haben. Vielleicht ist im halben Jahr auch dann Forest 2 draus. Ich glaube zwar nicht, dass es dieses Jahr rauskommt. Aber lass uns einfach mal hoffen. Und letztes Jahr war auch schon kein gutes Spielejahr. Ich glaube, 2021 wird auch nicht unbedingt, was Spiele angeht. Och, ich hoffe. Da hat man sich da auf diese Scheiße alles so eingestellt, weißt du? Ich meine, so IT kannst du ja auch gut immer zu Hause machen. Hoffe ich mal, dass die das hinkriegen. Wieder eine Echse getötet. Ja, super.
hier gerade zufälligerweise direkt bei uns vor der Haustür. Mein Magen knurrt auch so ein bisschen. Wir hatten hier auch schon mehrere geräucherte Echsen auf unserem einen Gestell hängen. So, und die erste Decke ist dann auch schon fast fertig. Der letzte Stab. Ne? Cool. Gut, die Treppe kommt man hoch und runter. Dann kann ich die jetzt auch weiter ausbauen, denke ich mal. Schön bei der einen Leiche hier sammeln sich sogar schon die Fliegen und hört es richtig. War schade, dass man Sachen nicht kombinieren kann. Also so ein paar Stämme und dann so ein, zwei Leichen. Ich versuche hier gerade einen Ankerpunkt. So nicht. Ach, hier ist noch ein anderer Wagen von dir. Ich wundere mich gerade, warum ich nicht weiterkomme. Muss ich mal gucken hier. Oh. Hat fast nicht geklappt. Hätte man in diesem Auto-Ding, was da automatisch aktiviert war. Hätte das komplette Dach wäre dann zu gewesen und wir hätten keine Leiter Treppe bauen können. Also da war auch nicht die Möglichkeit, um irgendwie was zu bauen. Nein, der hat dann einfach komplett das ganze Dach dicht gemacht. Hier, die ist ja roh. Fast alle Echsen sind fertig und du nimmst dir die eine Ruhe. Das sieht aber unschön aus. Upsi, schwuppi. Das Dach ist zwar so ein bisschen schief. Mist, bei dem einen ist die Tür außen. Der Riegel. Das ist natürlich doof. Ich komme nicht rein. Ist ja irgendwie ärgerlich. Ah, du hättest wahrscheinlich Lochsäge benutzen können. Ah, du hättest später, wenn das alles zu wäre, hättest du, glaube ich, hier ein Loch machen können. Oh. Dann vielleicht die Treppe. Wir können es probieren und wieder abreißen. Dann sieht es vielleicht ein bisschen netter aus. Dann müssen wir erst die Treppe wieder platt machen, oder?
Oder lass es einfach so, wie du es gerade angezeichnet hast. Machst nur die eine Ecke und den Rest. Nee? Ich hab's gerade hingekriegt und dann habe ich es jetzt gerade weggemacht. Ich kann es auch nochmal hinmachen. Ja, mach nochmal hin, dann lassen wir es so. Mein Gott. Das ist hier Survival und hier nicht Schönheitspreis hier. Wollen hier überleben. Ich weiß nicht, ob das ineinander ist oder übereinander. Mir nicht sicher. Ich glaube, das, was ich jetzt neu gemacht habe, ist ein bisschen höher als das, was vorher war. Von daher wäre vielleicht tatsächlich gar nicht mal schlecht, das mit der Lochsäge auszuprobieren. Also wir können ja... Aber dann müssen wir die Treppe wegballern, oder? Nee, 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 warte mal kurz. So, dann würde jetzt das komplette Dach sozusagen neu gemacht werden. Die Treppe und das andere Dach können ja erstmal stehen bleiben. Und wenn wir sehen, dass das funktioniert, können wir das andere abhauen. Was hältst du davon? Jo. Ja, wir bauen total ressourcensparend. Scheiße, man kann Enten töten, aber ich kann sie nicht einsammeln. So was Doofes. Das ist ja doof. Ah, hier ist eine Kiste. Da war's und ich kann keine Waffe. Ich kann keine Waffe nehmen. Na gut. Haben wir es getestet. Ganz Enten erschießen, aber nicht ausbeuten, zumindest nicht im Wasser. Drei Federn gesammelt. Oh, das ist aber nochmal eine komplette neue Decke, oder? Ja. Das ist jetzt da dieses Autofill. Das heißt, vorhanden erstmal abmachen oder willst du einfach... Nee, wir lassen das erst einmal und dann gucken wir, dass wir da eine Lochsäge reinsetzen. Okay, ah ja, komm, diese neuen Stämme da kacken wir da drauf. Okay, sind 17 Stämme. Noch 5. Auch das kriegen wir hin hier. Oh. Du brauchst noch nicht mal reinrennen. Nur noch einer. Haben wir noch 2 übrig. So, und dann können wir jetzt gucken, dass wir hier eine Lochsäge machen, ne? Jo. Ah. Kommen wir nicht mehr hoch. Ich von dieser einen Ecke hier. Mit Anlauf. Ups. Okay, jetzt ist auf jeden Fall die Treppe kaputt. Aber wir haben... Und eine Wand ist kaputt. Aber wir haben ein Loch. Die können auch eigentlich die Wand offen lassen. Und dann können wir vielleicht versuchen, eine andere Plattform dran zu bauen. Ich dachte, deswegen hast du da die Tür hingemacht. Ja, ich baue erstmal die andere Plattform. Solange noch vielleicht hell ist und dann... Okay, sollen wir hier schon mal einen Ofen oder sowas hinsetzen? Oder ja, aber hier ist ja, oben würde ich jetzt keine, weiß nicht, ob wir da noch eine Etage machen sollen. Habe ich das gemacht? Nee, ich habe das anders gemacht, scheiße. Ich würde das hier unten in dem Bereich machen, genau. Ja, ja, weil der überdacht ist. Eigener Boden? Irgendwie hier auf der linken Seite dann, ne? Würde ich sagen. Ja, ja. Das Problem ist, glaube ich, hier kriegst du hier nicht auf einer Höhe. Lagerfeuer wäre das dann, ne? Wollen wir denn im Stein bauen oder am Stein vorbei, ein bisschen schräg? Das ist mir relativ egal. Ach komm, wir machen es richtig kleiner, wir machen das auch dran vorbei. Echt, könnten wir da ja auch nicht dran bauen. Oh, wir können auch Boote bauen, wir können Hausboot bauen. Echt? Mhm.
kann hier zumindest nicht ohne weiteres eine Feuerstelle dran setzen. Das probiere ich gerade. Lass mich doch so machen. Mach doch jetzt einfach. Achso. Dann haben wir hier so eine Fläche. Sieht zwar einfach krumm und schief aus, aber könnte auch man sagen, ist so gewollt. Solange es auf der gleichen Ebene ist. Ja, zu unserem Haus bin ich mir noch nicht so sicher. So, wir brauchen noch zwei Steine für unser... Nee, es ist ein bisschen höher. Hm. Das ist aber auch, glaube ich, etwas, was viel, viel einfacher ist, wenn man Licht hat. Ja, lass uns nächstes Mal weiter basteln. Ich finde es schon mal gut, dass wir hier jetzt nicht sterben, weil wir Holz, Lagerfeuer auf... Was denn? Was denn? Haben die was kaputt gemacht? Ich habe eher ein Kaninchen gehört. Oder hat ist eine Falle ausgelöst. Ja, eine Falle ist ausgelöst, aber Kannibal hat überlebt. Arschloch. Ja, wir brauchen mehr Fallen. Ich nehme mir mal so einen Fischi. Endlich volle Lebensenergie. Das ist ja der Hammer. Der Hammer ist ein Werkzeug. Oh, hier ist was gewachsen. Ah. Ah, nee, ich dachte, das wäre gerade ein Totem. Weil wir können ja auch Totems basteln. Mhm. Ich glaube, ich stelle mal einen auf, um dann die Kannibalen zu warnen, dass wir hier sind. Ja, oh, Federn aus dem Vogelhäuschen. To-Do-Liste, man soll ja hier so einmal eine S&S bauen, aber... Was bauen? Ein SOS-Signal-Dings hier. Immer setzen. Hier so, SOS. Okay, eh keine Sau. Ah, ich habe jetzt so eine Steinsammeltasche. Oh, Kannibalchen, hallo. Hallo? Kommst du? Ich will dich pieksen. Oh, ich muss einen Schluck trinken, in echt. Ey. Oh, der Pfeil war daneben. Ich wollte gerade einen Schluck trinken, du CD-Freak. Der hat ja auch ein paar Arme, ne? Der ist kann ja auf jeden Fall behilflich sein. Hast du mal eine Hand frei? Warum? Ich meine, der hat doch so viele. Jetzt habe ich hier ein Pfeil ins Wasser geschossen. Scheiße. Oh, ich muss was trinken. Dann trink doch was. Ja, da kam der Kannibale. Das war ein Kannibalen als Ausrede. Ah, da hinten läuft noch einer. Ah, der läuft vorbei. Ist okay. Schon mal auch was zu trinken. Du hast vorbereitet. Ich bin stolz auf dich. Also falls ich irgendwann in Zukunft, wenn das mal klappen sollte, und wenn wir mehr Zeit haben, das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber wenn ich mal streamen würde, dann würde ich mir eine Kaffeemaschine direkt neben meinem PC bauen. Okay. Ja, weil dann muss ich ja nicht weggehen, weißt du? Dann kann ich ja direkt streamen und quasi dann Kaffee trinken. Das ist wichtig. Ah! Hast du Besuch? Jo. Nicht so ins Wasser, lass ein bisschen rauskommen. Nein, ich bin... Sagte er und piekste ihn weiter ins Wasser. Er hat ja kein Glied.
Sieht komisch aus, aber es ist... Der ist anatomisch in etwa genauso beeinträchtigt wie Ken. So sehen die aus, wenn sie aus der Höhle kommen. Also so sind sie in der Höhle. Ich glaube, du hast, bist voll. Ich hab dir mal ein paar abgenommen. So. Schon wieder Hunger. Bisschen gekämpft und schon wieder Hunger. Das gibt's doch nicht. Jetzt geh mal kaputt da. Ich will da Essen drauflegen. Weißt, dass wir auch noch ein Lagerfeuer im Haus haben, oder? Ja, aber ich bin faul und ich bin gerade hier. Frage beantwortet? Ja. Gut. Ich wollte es ja auch eigentlich nur sagen. Oh, ich will mal einen Kronleuchter basteln schon mal. Jo. Wobei so ein Kronleuchter wirkt wahrscheinlich ein bisschen cooler, wenn man Dings. Und. Oh, noch einer. Mensch. Kommt ja nicht immer einzeln angeklettert. Kommt doch mal alle auf einmal, ja? Und quietscht nicht. Also, unser Baby schläft. Quietscht da einfach rum hier, wenn die Tussi. Eine Schädellampe. Eine Deckenschädellampe. Alles nice. Ist gut mit Schädeln. Hier, ich leg dir mal einen Kannibalen aufs Feuer, ne? Mhm. Dann sammle ich noch ein bisschen Beinchen. Ach Mist, der guckt in die falsche Richtung. Nein, Mann, du guckst in die falsche Richtung. Du sollst nicht die Wand anschauen. Ah, die brennen auch dauerhaft, die Schädellampen. Das ist gut. Ah, das ist wirklich. Ah, ich sehe ja nichts. Das ist Strupp. Dann baue ich das hier nämlich ab. Ich baue hier eine Standschädellampe. Fertig. Also die ist zwar jetzt nicht so mega hell, ja, aber dafür. So ein bisschen. Genau. Man muss sie nicht permanent wieder anmachen. Ich finde das cool, dass wenn die Taschenlampen und so bei haben, da hinten im Wald hat man gerade einen gesehen. Ich glaube, am nächsten Tag gehe ich mal wieder Fische fangen. Okay. Also so ein bisschen Nahrung organisieren. Dann versuche ich dann weiter hier die Plattform zu bauen, vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, dann können wir auch eigentlich einen Break machen, oder? Ja, ich denke. Wir sollten aber auf jeden Fall beide abspeichern. Ich speichere auch schon mal. Solltest auch speichern. Ja. Einmal speichern. Dann sehen die ja, wann man gespielt. Wirklich. Nein. Okay, hab gespeichert. Ja, ich. Aua! Renn doch nicht durchs Feuer. Das ist wie in echt. In echt würdest du auch nicht durch ein Lagerfeuer rennen, oder? Ich hab nicht aufgepasst.
Ja, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Wer nicht in den Like oder einen Kommentar oder ein Abo da lässt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.